Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich hier mit Eldaria, A New Era, der Nevra-Version, Episode 2. Jetzt ist Nevra endlich da und mal sehen, wie das jetzt aussieht mit Nevra, weil ich habe ja auch angeklickt, dass der mein Ex ist. Ein neuer Partner, die Rückkehr in die Realität trifft dich mit voller Wucht. Deine Freunde haben sich weiterentwickelt und das Leben ist ohne dich weitergegangen. Du möchtest deinen Platz in einer Gemeinschaft wiederfinden, die dich um jeden Preis beschützen möchte, auf die Gefahr hin, einiges von dir zu verbergen. Oh Gott, was in der letzten Episode von Eldaria geschah. Ach komm, wir lesen die Zusammenfassung. Es war für dich kein leichtes Erwachen in Eldaria. Du hast erfahren, dass 7 Jahre vergangen sind, seit du die Welt mit Leiften Hilfe durch das weiße Opfer gerettet hast. Ezreal, Kero, Miko und viele andere haben das Heikyuu-Seite verlassen und du hast dort neue Bewohner kennengelernt. Matthew, den Menschen, Cory, die weiße Kitsune, Adalric, den Sylphen. Während des Banketts zu deiner Ehren kehrte dann auch Nevra von seiner Mission zurück. Ach, und jetzt sehen wir mal, wie es aussieht. Ich schreckte aus dem Schlaf hoch. Ich war überzeugt, ich hatte einen Albtraum gehabt, konnte mich jedoch nicht mehr an Details erinnern. Mir war übel. Wovon hatte ich geträumt? Hatte ich überhaupt geträumt? Ich konnte mich einfach nicht erinnern. Durch das große Fenster fielen Sonnenstrahlen ins Zimmer. Es konnte nicht später als 10 Uhr sein. What? Habe ich eine Folge übersprungen? Plötzlich traf mich das Erkenntnis wie ein Schlag. Das war kein Albtraum gewesen. All das hatte sich am Vorabend tatsächlich ereignet. Oh Gott! Nevra war von seiner Mission zurückgekehrt, als Leiften das Abendessen gerade verlassen hatte. Also, was nennt man Perfect Timing? Er hatte mich nicht bemerkt. Ich war auf ihn zugegangen, in der Erwartung. Was genau hatte ich eigentlich erwartet? Hatte ich vielleicht gedacht, wir würden uns in die Arme fallen? Ich machte ein paar Schritte auf ihn zu. Ich hoffe, er hätte sich nicht allzu sehr verändert. Huang Hua hat mir zwar gesagt, er habe einen Schlussstrich unter die Vergangenheit gezogen, aber muss man nach 7 Jahren? Vielleicht hat er sich ja nicht allzu sehr verändert. Nevra... Nevra, ich freue mich so, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich sollte wirklich ein bisschen an meiner Gesprächstechnik feilen. Nevra machte große Augen. Offenbar hatte er von den neuesten Ereignissen noch nichts mitbekommen. Er ist ja gerade erst zurück. Michaela? Ich? Aber bist du das wirklich? Ja, ich habe den Kristall verlassen und Leifton auch. So, by the way, er auch. Ich breitete die Arme aus und machte einen Schritt auf ihn zu, aber er rührte sich nicht. Och Gott. Oh Gott, würde ich mich unwohl fühlen. Oh Gott. Schamgefühl. Es fühlte sich an, als würde mein Herz in 1000 Stücke zerspringen. Auch noch der Heartbreak, er ist ja unser Ex. Das sind wirklich exzellente Neuigkeiten. Ich nehme an, das ist auch der Anlass für dieses Bankett. Ich bitte dich, Nevra, nur nicht so überschwänglich. Ich bin ja bloß wieder auferstanden. Ja, genau, deshalb das Essen. Leifton ist gerade gegangen, aber ich bin sicher, du siehst ihn dann morgen. Ja, bestimmt. Ich nehme an, Huang Hua möchte euch beiden zusammen mit der Lichtgarde sehen. Wir haben sie schon getroffen und sie hat mir ein bisschen davon berichtet, was in den letzten Jahren hier so passiert ist. Wie ich sie kenne, planen sie sicherlich noch eine etwas offiziellere Begrüßung. Wenn du das sagst, was gibt's bei dir Neues? Ich biss mir auf die Zunge. Was gibt's bei dir denn Neues? Die Arme. Sie weiß wirklich nicht, was sie sagen soll. Ach Gott, das ist ja viel peinlicher, als wenn du niemanden dort hast. Och Gott. Ich habe im Moment ziemlich viel zu tun. Du hast sicher schon gehört, dass ich Leiftons Posten übernommen habe. Nebenbei versuche ich auch weiterhin ein Auge auf Chrome zu haben. Er macht seine Sache schon ganz gut, aber es gibt noch viel für ihn zu lernen. Fehlt nur noch, dass er als nächstes über das Wetter redet. Oh mein Gott, wir sind nicht amused von dieser Konversation. Übrigens hast du ihn und Karin schon gesehen. Ja, ich habe alle getroffen, außer dir. Sishina freut mich wieder zu sehen. Willst du damit andeuten, ich reagiere nicht überschwänglich genug? Nevra, ich habe dich vorgestern das letzte Mal gesehen und da waren wir noch verliebt. Ich meine, können wir es ihm verübeln? Für ihn sind 7 Jahre vergangen, für uns vielleicht ein paar Sekunden oder vielleicht ein paar Stunden. Aber für ihn waren es trotzdem 7 Jahre. Es waren 7 Jahre. Er hat sich damit abgefunden. Zwangsweise oder nicht zwangsweise. Man hat mir gesagt, du seist jeden Tag vorbeigekommen, als ich im Kristall gefangen war.
Warst du auch in den letzten Wochen mal da? Oh, wir sind so verletzt. Was habe ich mir angetan? Nebra seufzte laut und biss sich auf die Lippen. Etwas mehr als ein Jahr kam ich täglich, um dich zu sehen. Und dann ich konnte nicht mehr so oft vorbeikommen. Ich musste mein Leben wieder in den Griff bekommen. Und ich kann's ihm auch nicht verübeln. Ich meine, das wird ja früher oder später zu einer Obsession, dass man immer wieder in den Kristallsaal kommt. Ich meine, er hat gesagt, jeden Tag ist er vorbeigekommen. Er hat nicht gesagt, wie oft. Stell dir mal vor, er kommt jeden Tag 10-mal in den Kristallsaal. Boah, das ist so, wie als ob man in der Vergangenheit feststeckt. Weil der Grund, dass dieser Kristall noch da ist, war, weil wir uns dafür geopfert haben. Früher oder später fühlst du dich dann verpflichtet, weiterzumachen. Weil wir wussten nämlich, was passiert, wenn wir uns opfern. Dass wir sterben würden. Und dass er allein sein würde. Also technisch gesehen haben wir ihn auch dazu gedrängt, dass er mit seinem Leben weitermacht. Wir können es ihm jetzt nicht verübeln, dass er jetzt mit seinem Leben weitergemacht hat. Entschuldige, Michaela, aber ich war darauf nicht wirklich vorbereitet, Er ist davon ausgegangen, dass er uns nie wieder sieht. Und momentan ist er im Schockzustand. Was erwartest du, dass er macht? Für ihn waren es keine Sekunden. Es tut mir wirklich leid. Ich bin sehr froh, dass du noch lebst. Ich spürte einen Kloß im Hals und bemühte mich, nicht loszuheulen. Ich kann aber auch sie verstehen, okay? Das ist halt so. Ich holte tief Luft. Und wie läuft es so? Bist du zufrieden mit deinem Leben? Lassen wir das mit dem scheiß Leben vorbei? Das verstehe ich. Das hat alle ziemlich außer Fassung gebracht. Es freut mich zu sehen, dass dich mein Verlust offenbar nicht traumatisiert hat. Wolltest du, dass dein Tod dich traumatisiert, Girl? In meinen Augen, es hat ihn traumatisiert. Aber nicht spezifisch unser Tod, sondern im Generellen, was an diesem Abend passiert ist. Sein bester Freund ist gestorben, sein bester Freund ist weggegangen und seine beste Freundin ist gestorben, weil sie sich geopfert hat. Und das war jetzt nicht nur einfach eine Freundin, sondern seine Freundin. Was erwarten wir? Es hat ihn bestimmt traumatisiert. Aber auch wenn, würde er es jetzt bestimmt nicht sagen. Weil er hatte ja auch Zeit, damit umzugehen. Er hatte Zeit, davon zu heilen. Also, das hat bestimmt alle aus der Fassung gebracht. Nevra nickt verlegen. Ich danke dir, dass du so verständnisvoll bist. In dieser Situation bleibt mir wohl kaum etwas anderes übrig. Es ist ja auch nicht seine Schuld. Er musste auch mit diesem Verlust leben. Während wir technisch gesehen geschlafen haben, sind 7 Jahre vergangen. Wir haben von diesem Trauma, von diesem inneren Schmerz, den Nevra in sich trägt, haben wir nichts mitbekommen. Wie können wir es dann wagen, zu dem hinzugehen und sagen, freut mich, dass dich mein Tod nicht traumatisiert hat. Willst du, dass er traumatisiert ist? Nach 7 Jahren? Immer noch? Ein Schweigen trat ein und keiner von uns beiden wagte es, die Stille als erster zu durchbrechen. Schließlich räusperte sich Nevra. Wisst ihr aber, was in meinen Augen so das Knuffigste ist? Wenn jemand schon dein Boyfriend war und du wieder mit dem zusammenkommst, dann ist das wirklich so Soulmate-Bond. Wir waren getrennt und wir konnten es nicht umgehen, uns wieder ineinander zu verknallen. Du solltest zurück zu den anderen gehen. Ich habe noch zu tun. Look at him, though. Der sieht voll zerquetscht aus. Der sieht voll traurig aus. Wir sehen uns morgen, falls Wanghua uns tatsächlich zu sich bestellen sollte. Okay, dann gehe ich wieder zu den anderen. Bis morgen. Als ich gerade kehrt machen wollte, hob Nevra fast schüchtern die Hand. Sweetheart! Der Arme. Er legte sie sanft auf meine Schulter und sah mich eindringlich an. Michaela, ich habe mein Leben weitergelebt. Das stimmt. Aber ich habe nichts vergessen. Ich bin wirklich froh, dich wiederzusehen. Es ist, again, nicht seine Schuld. Er musste. Und ich weiß jetzt nicht, ob er komplett über uns hinweg ist, beziehungsweise ob er von uns jetzt auf eine andere Dame gekommen ist. Aber auch wenn, wir können es ihm nicht verübeln. Er dachte, wir sind weg. Und das ist ja nicht so, als ob das eine normale Trennung war zwischen uns. Wir sind gestorben. Zwangsweise musste er versuchen, weiterzuleben. Und jetzt würde ich sagen, dass für ihn keine Gefühle momentan für uns bestehen. Momentan. Aber ich würde auch sagen, dass das von dem Schock zusammenhängt. Vielleicht kriegen wir später was mit. Das war so frustrierend. Am liebsten hätte ich vor Wut in den Bettrahmen gebissen. Aber war so kühl und abweisend gewesen. Das machte mich ganz krank.
Ich werde mich wohl an den Gedanken gewöhnen müssen. Die Welt hat sich ohne mich weitergedreht. Und das ist auch schmerzhaft, ne? Vor mir liegt einmal mehr ein neues Leben. Ich kann mich nicht mehr länger auf meine Errungenschaften ausruhen. Nevra hat die Vergangenheit offenbar hinter sich gelassen. Vielleicht das Trauma. Heißt aber noch lange nicht, dass er dich zurückgelassen hat, ne? Ich glaube, du musst ihm erst Zeit geben, damit es klar zu werden, dass wir wieder am Leben sind und dann können wir wieder drüber sprechen. So schwer das auch sein mag. Ich sollte dasselbe tun. Ich bin noch immer durcheinander. Diese Welt erscheint mir aufs Neue vollkommen fremd. Ich muss hier meinen Platz finden. Ich muss mein eigenes Leben leben. Danach werde ich noch genug Zeit haben, um zu versuchen, Never zurückzuerobern. Das ist auch direkt unser Plan, Leute. Direkt. Falls ich das dann noch möchte. Wir wollen. Aber erst einmal brauche ich Zeit für mich. Es wird mir sicher gut tun, mich wie früher im Hekio einzubringen. Ich möchte ganz neu anfangen und mir meinen Platz hier verdienen. Ich muss darüber mit Huang Hua sprechen. Ich würde gerne wieder auf eine Mission gehen. Aber vielleicht gibt es ja gar keine Mission mehr, wenn sich die Lage da beruhigt hat. Aber irgendwas gibt es sicher auch weiterhin zu tun. Schließlich bestehen auch die Garden weiter. Und Nevra war gerade auf einer Mission. Genau das. Außerdem kam Nevra doch gerade von einer Mission zurück. Das heißt, es gibt noch welche. Ich duschte und zog mich eilig an. Ich konnte es kaum erwarten, nach draußen zu kommen. Vielleicht sollte ich als erstes versuchen, wieder in eine der Garden aufgenommen zu werden. Aber zuerst muss ich Huang Hua finden. Sie kann mir sicher helfen. Eiskalt. Sie hat gesagt, wir sind jetzt die Kriegerin. Wir tun jetzt Nevra zurückerobern. Nicht etwas anderes. Und wen suchen wir? Wir suchen nach Huang Hua. Die Kantine ist leer. Karut ist damit beschäftigt, die letzten Tische abzuräumen. Oh, Michaela, es tut mir leid, aber zum Frühstücken kommst du leider zu spät. Und zum Mittagessen bist du etwas zu früh. Ich werde mal sehen, ob ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich finde. Er ist so knuffig. Nein, vielen Dank, aber ich bin nicht zum Essen gekommen. Ich suche Huang Hua. Huang Hua? Die ist schon vor einer Weile gegangen. Du weißt nicht zufällig, wo sie sein könnte. Ich würde gern mit ihr über meinen Wiedereintritt in die Garde sprechen. Der war mit den anderen Mitgliedern der Lichtgarde zusammen und sie wollte... Wohin wollte sie nochmal? Ja, sie waren auf dem Weg zu einer außerordentlichen Versammlung, um über die Rückkehr der zwei Engel zu sprechen. Sie organisieren eine außerordentliche Versammlung und laden uns nicht ein? Doch, ich glaube, sie haben euch eingeladen. Karuto sah aus dem Fenster. Übrigens, ich denke, du kommst zu spät. Was? Aber niemand hat mir etwas gesagt? Ich bin aber auch wirklich ein Pechvogel. Kaum habe ich beschlossen, mich hier im Hekio einzubringen, da komme ich auch schon zu spät zu meiner ersten Versammlung. Du hast nicht zufällig Adaric getroffen. Er sollte dir eigentlich Bescheid sagen. Dann hätte er vielleicht zu mir kommen sollen. Ja, das hat er wohl. Jedenfalls sind sie im Ratssaal. Du gelangst durch die Halle der Pforte dorthin. Im Ratssaal? Versammelt sich die Lichtgarde denn nicht mehr im Kristallsaal? Nein, seit dieser zur Kultstätte geworden ist, nicht mehr. Da kommt jetzt jeder rein. Eine Kultstätte? Kamen die Menschen etwa zu uns, um zu beten? Der Gedanke, ich könnte wie sie zu einer Art Gottheit geworden sein, gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, vielen Dank, Karuto. Dann gehe ich mal. Ja, Leute, stellt euch mal vor, ihr seid plötzlich eine Göttin für die... Boah, nee. Ich nahm mir nicht die Zeit an zu klopfen, bevor ich den Saal betrat. Ich war sowieso schon viel zu spät dran. Hier bin ich. Entschuldigt, aber ich habe gerade erst erfahren, dass... Mit einem Satz stockte ich. Der Ratssaal war sehr beeindruckend und wirkte dadurch einschüchternd auf mich. Die Architektur des Raumes, die riesigen Fensterfront durch die hellen Sonnenstrahlen hereinfallen, die Bäume, die entlang der Wände wachsen und deren Äste und Blätter bis unter die Decke reichen. Und der imposante runde Tisch, der auch ganz natürlich inmitten des Raumes gewachsen zu sein scheint. Alles im Raum wirkt unglaublich majestätisch. Ich bin sprachlos. Und als wäre ich durch all das nicht schon eingeschüchtert genug, richten sich nun auch noch die Blicke der Teilnehmer auf mich, weil ich in ihre Versammlung hineinplatze. Hi. Sie sitzen um den Tisch versammelt, genau wie früher die Ritter der Tafelrunde. Oh no. So ein Quatsch. Ich lasse mich von diesem Raum eindeutig zu sehr beeindrucken. Mein Blick blieb an Nevra hängen, der leicht die Stirn runzelte. Don't judge me. Ich hab's gerade erfahren. Er sieht mich nicht einmal an. Heartbreak times two. Ich spürte einen schmerzhaften Kloß im Hals und wandte den Blick ab. You're not gonna see me break. Natürlich sind auch alle anderen Mitglieder der Lichtgarde anwesend. Huang Hua, Feng Cifu, Eveline und Jamo. Sorry, aber ich find's irgendwie so interessant zu sehen, wie der sich verändert hat. Ich erinnere mich auch
dass ich damals gesagt habe, dass er mich an einen neuen Lance erinnert. Sehr zurückhaltend, sehr stur, sehr impulsiv. Auch Leifton ist da, seine Miene ist unbewegt. Wie kann es sein, dass jeder davon mitbekommen hat, außer wir? So wie die Anführer der Garden, Chrome für die Schattengarde und eine junge Frau, die Huang Chu sein muss, für die Absinthgarde. Huang Chu sieht ihrer Schwester kein bisschen ähnlich. Sie hat sehr helle Haut und so Sprossen. Aber es besteht kein Zweifel, sie hat denselben Blick. Ihre Augen sind dunkler als die ihrer Schwester, aber sie wirken genauso entschlossen und ihr Blick ist genauso durchdringend. Huang Hua kann die Aura der Leute sehen und so viel über sie erfahren, ob Huang Chu wohl dieselbe Gabe hat. So wie sie mich ansieht, liegt die Frage nahe. Makella, setz dich zu uns. Keine Sorge, du bist kaum zu spät. Es tut mir wirklich leid. Ich war gerade auf der Suche nach dir. Dann habe ich Karuto getroffen und er schickte mich hierher. Er hat erwähnt, dass Adoric mich hätte informieren sollen. Ja, ich hätte ihn gebeten, es dir zu sagen. Er muss es wohl vergessen haben. Aber Hauptsache, jetzt bist du da. Setz dich zu uns, dann fangen wir an. Die haben die ganze Zeit gewartet. Ich setze mich und versuche dabei, möglichst leise zu sein. Huang Hua räusperte sich und alle wandten sich ihr zu. Gut, wir sind alle hier versammelt, um Michaela und Leifton offiziell im Heikyuu willkommen zu heißen. Ich stelle euch nicht extra vor, ihr kennt hier alte schon. Mit Ausnahme meiner kleinen Schwester Huang Chu. Michaela, du weißt über die meisten Veränderungen hier bereits Bescheid. Ich fasse das alles nochmal kurz für Leifton zusammen, weil ich dazu bisher keine Gelegenheit hatte. Erstens, die Lichtgarde wurde vollkommen neu organisiert. Nach Kero weggegangen und Ikas Ableben. Ich bemerkte ein nervöses Zucken um Leiftons Mund. Ja, Ika, remember? Grom runzelt die Stirn. Er war Leiftons Komplize, als dieser Ika tötete. War er dabei? Wahrscheinlich wird er auch nach all den Jahren nicht gern daran erinnert. Und nach eurem Opfer mussten wir uns neue Mitglieder suchen. Was wäre denn erlegen gewesen, als Eveline Feng Zifu und Jamo aufzunehmen? Nara hat sehr viele für die Garde getan. Er hat es mehr als verdient, meine rechte Hand zu werden. Daraufhin übernahm Chrome die Leitung der Schattengarde. Da meine Schwester Huang Chu eine sehr gute Alchemistin ist, haben wir abgestimmt und ihr die Leitung der Absinthgarde übertragen, obwohl das Matthew ganz und gar nicht passt. Leifton nickte Huang Chu höflich zu. Hallo Huang Chu, ich freue mich schon darauf, dich besser kennenzulernen. Und ich erst. Schließlich bist du die letzte Engel. Bitte nenn mich einfach nur Michaela. Du kannst mich auch gerne einfach mit meinem Vornamen anreden. Das bin ich, die Retterin dieser Welt. No, bitch. We're not that kind of a bitch. Nenn mich einfach Michaela. Nenn mich einfach Michaela. Bitte nicht all diese Förmlichkeiten. Oh. Ich mochte es, als keiner wusste, was wir sind. Du hast recht, Michaela. Es gibt keinen Grund, so förmlich zu sein. Wenn du es für nötig hältst, aber wenn du mich fragst, no. Sehr gut. Nachdem die Vorstellungsrunde beendet ist, kommen wir nun zu dem Thema, das uns im Moment sehr beschäftigt. Ich denke, ihr habt das Recht, darüber Bescheid zu wissen. Während dem Kristall wart, hat sich die Situation hier verbessert. Die lokalen Nahrungsmittel wurden essbar, der Kristall erholte sich wieder, wir erlebten mehrere Jahre des Friedens und der Ruhe. Aber seit einigen Monaten ereignen sich seltsame Dinge. Die anderen nickten, Leifton reagierte nicht. Was sind das denn für Dinge? Sehr komische Dinge. Sehr erschreckend, sehr anders als sonst. Es gibt da mehreres. Hast du schon Karotos Essen probiert? Ja, es schmeckt wirklich köstlich, vor allem im Vergleich zu früher. Hat es dich nicht an die Welt erinnert, aus der du kommst? Darüber habe ich bisher noch gar nicht nachgedacht. Warum? Die Nahrungsmittel sind essbar geworden, aber das ist noch nicht alles. Es sind neue Bäume aufgetaucht und damit vor allem auch neue Früchte. Ah, ich erinnere mich. Matthew zufolge sind sie den Bäumen aus deiner Welt sehr ähnlich. Mhm. Unsere Welt und die von Eldaria überschneiden sich. Und ihre auch. Keine Gefährten, die wir kennen. Andere Tiere, Esel, Hunde, Katzen, Hähne. Wie in den Märchen. Jamor kennt die Bremer Stadtmusikanten. Er überrascht mich immer wieder. Vor 7 Jahren hast du mir von besonderen Gebäuden erzählt, die es in deiner Welt gibt. Oder Gebäude, in denen zig oder sogar hunderte Menschen wohnen. Du meinst Hochhäuser? Ja, genau. Hochhäuser. Man sagt, so ein Haus sei im Norden aufgetaucht in Ginkaku. Wir haben diesbezüglich keine sicheren Quellen. Unser Verhältnis zu den Kitsun von Ginkaku ist nicht das Beste. Aber wenn die Beschreibungen stimmen, die wir zu diesem Gebäude haben, dann wurde es nicht in dieser Welt gebaut.
Es ist einfach so aufgetaucht. Es muss von der Erde stammen. Sie sehen alle sehr ernst aus. Vielleicht nicht ganz so ernst wie früher die Ritter der Tafelrunde, aber sie scheinen besorgt. Nur Leftons Miene bleibt weiter vollkommen ausdruckslos. Was hat das zu bedeuten? Glaubt ihr, das hat etwas mit mir zu tun? Navra zuckte mit den Schultern. Nein, nein, darum geht's nicht. Dazu wissen wir bisher nichts. Navra zuckte ein weiteres Mal mit den Schultern. Are you gonna stop? Navra, wir wissen bisher nichts drüber. Period. Und schließlich stammt auch Matthew von der Erde. Oh ja, stimmt. Neben all den Eseln, Hunden und Katzen und Hähnen ist auch noch Matthew hier aufgetaucht. Damn! Huangchu runzelt die Stirn. Es sah so aus, als würde sie Matthew nicht sonderlich mögen. All dieser Hass. Navra wollte gerade weitersprechen, als sich Feng Zivo räusperte. Keine Ahnung, ob das eine spezielle Technik der Feng Guang ist, aber sie ist wirkungsvoll. Navra setzte sich aufrecht hin und sah ihn erwartungsvoll an. Es gibt noch einen weiteren Grund zur Sorge. Es war uns bisher immer eine Freude, neue Gefährten in unserer Welt willkommen zu heißen. Aber einige der Gefährten, die Aldaria bevölkern, wären zunehmend bösartig. Wie heißt das nochmal? Tollwut? Sie greifen sogar an, wenn sie nicht bedroht werden. Tollwut. Sie greifen harmlose Spaziergänge an, ein Kind wurde verletzt. Feng Zivo schien das alles großen Leid zu verschaffen. Wenn man ihn nicht kennt, kann er sehr streng und kühl wirken. Aber der Gedanke an ein leidendes Tier oder Kind ist für ihn unerträglich. Was Feng Zivo sagt, stimmt. Immer mehr Gefährten werden aggressiv. Trotz all unserer Bemühungen verstehen wir noch immer nicht, warum. Wir wissen nicht einmal sicher, ob es etwas mit den anderen Veränderungen zu tun hat. Nein, bestimmt hat das rein gar nichts miteinander zu tun. Wahrscheinlich haben sie bloß alle eine verdorbene Frucht gegessen. Crom konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Natürlich, er ist irgendwie sehr bitter geworden. Ja, vielleicht sind sie alle an der Spongiform Enzephalopathie der Gefährten erkrankt. Wo hat er denn das her? Auf seinen Satz folgte ein längeres Schweigen. Ich, tut mir leid, ich bin damit wohl ein bisschen zu weit gegangen. Ein bisschen? Oh, nur ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ja, und passierte so etwas nie? Ich wollte einen Witz machen. Na, das ist dir ja wohl missglückt. Ich habe nur versucht, auf Stimmung etwas aufzulockern, denn im Moment... Kurz gesagt, wir tappen bisher im Dunkeln. Auch Eveline schien das Schicksal der Gefährten sehr nahe zu gehen. Aber kann ich euch bei irgendwas behilflich sein? Ich werde tun, was ich kann, um euch dabei zu unterstützen. Natürlich, ich bin froh, dass du das ansprichst. Genau, das ist der zweite Punkt auf der heutigen Tagesordnung. Feng Zifu setzte sich in einem Stuhl ein wenig auf. Huang Hua schwieg und wandte sich ihm zu. Dieses Mal brauchte er sich nicht einmal zu räuspern. Er hatte etwas an sich, das allen um ihn herum Respekt einflößte. Wenn ich nicht irre, haben wir den Engeln bisher noch nichts von der Situation auf Memoria erzählt. Memoria? Die Insel, auf der die Geister der Drachen und das Gedächtnis Eldarias ruhen? Was könnte an so einem Ort wohl passiert sein? Danke, dass du mich dran erinnerst, Seth. Michaela Leifton, Memoria ist verschwunden. Diesmal reagierte Leifton. Er setzte sich in seinem Stuhl auf und schaute verwirrt in die Runde. Ich wartete darauf, dass irgendjemand weitersprach, aber nichts passierte. Memoria ist verschwunden? Memoria, die Insel der Drachentempel. Dieses Memoria? Der Ort, wo Mary starb? Wo mich Lance von der Felswand stieß? Ich konnte spüren, dass die anderen zögerten. Ja, weil die wissen, dass Lance da ist, ne? Alle starrten so angestrengt den Tisch an, als sähen sie ihn plötzlich zum ersten Mal. Ja, the hate. Ja, dieses Memoria. Alle unsere Gesandten, die dort waren, sind sich einig. Die Insel ist nicht mehr da. Sie ist von einem auf den anderen Tag plötzlich verschwunden. Heißt es, das ist so, als ob es diese Insel nie gegeben hat? Oder gibt es im Generellen die Insel Memoria nicht mehr, wo die Seelen der Drachen sind? Aber was ist mit den Drachen? Wo sind sie? Und wo ist Fafnirs Geist? Ich traue mich nicht zu fragen, aber wo ist dann Valkyon? Ja... Ich hatte gehofft, er habe bei den Seinen auf Memoria die letzte Ruhe gefunden. Mir ist plötzlich heiß, meine Wangen brennen. Michaela, es tut mir wirklich leid. Wir wissen nicht, was passiert ist. Alles, was wir wissen, ist, dass die Insel nicht mehr da ist. Auch darauf war ich nicht vorbereitet, aber ich muss mich den Ding stellen. Ich holte die Luft und legte beide Handflächen vor mich auf die holzerne Tischplatte.
Okay, ist gut. Ich helfe euch, Memoria zu finden, falls das möglich sein sollte. Wie das Rad rund um den Tisch eine peinliche Stille ein. Was? Tok! Ich werde den Gedanken nicht los, dass sie mir etwas verschweigen. Das alles erinnert mich an damals, als ich das erste Mal herkam, und es gefällt mir ganz und gar nicht. Gut, kommen wir dann zum zweiten Punkt auf unserer Tagesordnung. War das nicht der zweite Punkt? Mit einem Mal wirkten alle gelöst und fröhlich. Bei diesem zweiten Punkt schien es sich um etwas Erfreulicheres zu handeln. Also dann, ihr beide habt euch geopfert, um diese Welt zu retten. Allmählich kann ich es nicht mehr hören. Deshalb erscheint es uns nur gerecht, euch in die Liftgarde aufzunehmen. Das heißt, in Leftons Fall, dich wieder aufzunehmen. Oh, nachdem ihr ein solches Opfer erbracht habt, wäre es eine Ehre für uns, euch in unserer Garde zu haben. Das ist ein bisschen viel auf einmal, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Falsch, ich weiß, dass ich nicht dafür bereit bin. So sehr ich diese Welt auch liebe, ich kenne sie nicht gut genug. Jedenfalls nicht gut genug, um Entscheidungen über ihre Zukunft zu treffen. Ich meine, wenn sie es dir anbieten, dann finde ich eigentlich, dass es in Ordnung ist, wenn wir da zustimmen. Aber ich würde schon Bescheid geben, dass wir nicht genau wissen, was wir dazu sagen sollen. Aber ich erinnere mich, dass wir damals auch Pläne ausgefeilt haben. Und auch wenn wir nicht wirklich Teil der Lichtgarde waren, am Ende des Tages, so bestimmt ab Folge 19 von der ersten Staffel, waren wir bei jeder Versammlung dabei. Wir waren ein Teil der Main Group. Warum sollten wir dann nicht gefragt werden für Ideen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich spüre die Blicke der anderen. Nein, danke. Ich denke, es wäre falsch, mich wieder in die Garde aufzunehmen. Aber ich weiß, eure Geste wirklich zu schätzen. Wie meinst du das? Du möchtest nicht wieder in die Lichtgarde eintreten. Er kann wirklich seinen Mund nicht halten, ne? Ich möchte nicht in die Garde von Eel eintreten. Jedenfalls war es nicht. Ich brauche etwas Zeit. Fengzifu versteifte sich. Auch ohne Worte war deutlich, was er dachte. Es war unbegreiflich für ihn, wie man eine solche Ehre ausschlagen konnte. Oh, Jamon. Läuft er nicht helfen wollen seinen Freunden? Oh, look at him. Das ist es nicht, Jamon. Ich muss einfach ein wenig allein sein. Und das tun die alle nicht verstehen, weil in deren Augen sie haben 7 Jahre hinter sich. Das habe ich damals aber auch gesagt. Ich fand es scheiße, dass wir dazu kind of gezwungen wurden, uns mit der Situation abzufinden, während die 7 Jahre hatten. Die haben, wenn ich mich richtig entsinne, haben sie Lance 1 Jahr in einen Kerker gesperrt. Und dann musste er sich langsam beweisen der Garde gegenüber, bevor er den Platz bekommen hat. Und komischerweise bei uns, wir kommen direkt da rein und werden direkt von einer Sache auf die andere komplett überrumpelt mit allen neuen Entscheidungen, mit neuen Informationen, und keiner gibt uns wirklich die Zeit, mit den Sachen umzugehen. Wir müssen direkt damit klarkommen, weil sie damit klargekommen sind, dieser Egoismus. Das ist es nicht, Jamon, aber in der Tat, falls ihr ohne mich zurechtkommen würdet. Leften erwiderte nichts, er begnügte sich damit, sie böse anzusehen. Du möchtest also in keine der Garden eintreten? Momentan nicht. Entschuldige, wenn ich ein bisschen schwer vom Begriff bin. Du bist sehr schwer vom Begriff. Aber was genau möchtest du stattdessen tun? Momentan brauche ich ein bisschen Zeit für sich. Da anscheinend wissen die nicht, was Depression ist hier. Oder Trauma. Momentan fühlt er sich nicht dazu bereit, auf irgendwelche Missionen zu gehen oder für jemanden einzustehen. Er muss momentan mit seinen Gefühlen klarkommen. So schwer ist das nicht zu verstehen. Ich muss einfach ein bisschen allein sein. Er zittert auch bestimmt, so Panic Attack. Sehr schön, dann melde dich, falls du irgendwann auch wieder Zeit für uns haben solltest. Oh, Leifton. Ja, das ist halt dieser Egoismus hier, weil sie selbst würden es nie machen, deshalb haben sie kein Verständnis für jemand, der sich so verhält. Leifton senkte den Kopf, ich hatte Mitleid mit ihm. Was mit dir, Michaela? Möchtest du auch erstmal ein Faulenz machen? Würdest du den Mund halten? Das. Es reicht, Nevra. Leifton hat das Recht, unser Angebot abzulehnen.
Denn es ist genau das, ein Angebot. Es ist kein Befehl. Michaela, beachte ihn einfach nicht weiter. Was hältst du von dem Angebot? Können wir ihn eine batschen? Möchtest du in die Lichtgarde und den hier versammelten Rat eintreten? Ich, ehrlich gesagt, nein, lieber nicht. Um ehrlich zu sein, ich wäre reingegangen. Einfach nur weil. Der grinst sich bestimmt wieder an. Ja, Nevra lächelte belustigt. Das ist kein Grund, so zu grinsen, Nevra. Ich habe nicht gesagt, dass ich euch nicht unterstützen möchte. Aber diese Ehre, die ihr mir erweist, habe ich nicht verdient. Ich bin keine Heldin. Ich kann nicht einmal mehr richtig kämpfen. Ich bin eine schlechte Spionin und auch was die Alchemie betrifft, habe ich noch viel zu lernen. Ich habe es nicht verdient, in die Lichtgarde aufgenommen zu werden. Jedenfalls noch nicht. Ich möchte lieber erstmal besser werden. Vorausgesetzt, du bist damit einverstanden, Huang Hua, und die anderen seid es auch. Ich möchte lieber eine andere Garde beitreten und dort lernen, mich nützlich zu machen. Crom hob zustimmend den Daumen und zwinkerte mir zu. Ich glaubte, ein kleines Lächeln auf Feng Zifus Gesicht zu erkennen. Falls Leighton eine Meinung dazu hatte, behielt er sie für sich. Huang Chu warf mir einen Blick zu, den ich nicht deuten konnte. Ich bin nicht sicher, ob sie mich gerne in ihrer Garde hätte. Gut, ich glaube kaum, dass hier irgendetwas dagegen einzuwenden hat. Ganz im Gegenteil, es ist weise, eine Ehre abzulehnen, wenn man sich dieser nicht würdig fühlt. Schau mal froh, dass Michaela nicht überheblich sein. Chrome hob erneut den Daumen, vielleicht traute er sich nicht mehr, noch etwas zu sagen. Evelyn begnügte sich damit, mir zuzulächeln. Ehrlich gesagt, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Sehr gut, in diesem Fall habe ich folgenden Vorschlag für dich, Michaela. Wenn du möchtest, kannst du gern wieder in deine ehemalige Garde eintreten. Oder falls dir das lieber ist, kannst du stattdessen auch gern noch einmal den Gardentest absolvieren und wir teilen dir dann anhand deiner Antworten eine Garde zu. Perfekt, vielen Dank, Huang Hua, ich danke euch allen. Chrome grinste mich an und erneut die Damen. Allmählich wurde das seltsam. War das ein Tick oder hat er vielleicht eine sehenscheidende Ich denke, dann haben wir alles geklärt. Oder möchte jemand noch etwas hinzufügen? Komm in meine Garde, wir werden bestimmt viel Spaß haben. Oh, ich will in deine Garde. Chrome, es ist nicht das Ziel der Garden, miteinander Spaß zu haben. Der hat wirklich seinen Spaß verloren, da so wirklich stick in the mud. Er hat einen Sturmarsch. Deine Bemerkung beweist nur, dass du davon keine Ahnung hast. Gut, es ist deine Entscheidung, Michaela. Wenn du Spaß haben willst, solltest du in die Schattengarde eintreten. Bye! Der ist so gereizt, Mann! Du kannst in meine Garde eintreten oder auch nicht. Tu, was du möchtest. Weil dich zu nichts verpflichtet. Ich habe schon jemanden in meiner Garde, der gegen seinen Willen dort ist. Noch so ein Gardenmitglied brauche ich nicht. Sie meint damit sicher Matthew. Der Gardentest scheint nicht besonders zuverlässig zu sein. Gut, ich werde über all das nachdenken, wenn die Zeit gekommen ist. Was auch immer passiert und wie die Entscheidung auch ausgehen mag, ich möchte unbedingt bald zu einer Mission aufbrechen. All diese Veränderungen, von denen ihr mir berichtet habt, wir müssen der Sache auf den Grund gehen und ich will dabei sein. Perfekt, ich versichere dir, bei der nächsten Mission bist du dabei. Great. Ich werde dir schon mal ein Zimmer in der Krankenstation herrichten. Because she knows. Keine Sorge, nicht jede meiner Missionen endet auf der Krankenstation. Wirklich, denk nochmal nach. Das wollen wir wetten, dass wir uns schon bald wiedersehen. Ich wette mit dir. Wenn ich so drüber nachdenke, bin ich tatsächlich mehr als einmal auf der Krankentrage zurückgekehrt. Ich möchte lieber nicht wetten, aber sagen wir so, halte ich am besten für den Notfall bereit. Keine Sorge, ich bin immer bereit. Mit diesen weisen Worten beende ich für heute die Versammlung. Ich danke euch allen. Alle standen auf und gingen in Richtung Tür. Leighton, hast du noch eine Minute? Leute, da will man einmal seinen Sturkopf durchsetzen und dann jeder hat irgendwas zu sagen. So, Leighton sagt einmal, er will nichts machen und dann wird er trotzdem zurückgehalten. Da ist doch etwas, worüber ich gern mit dir reden möchte. Verheimlicht sie mir irgendwas? Oder möchte sie ihn nur zurückweichen? Das geht mich nichts an, ich sollte lieber gehen. Ich bin so glücklich, in eine Garde eintreten zu können. Die Lichtgarde wäre nicht das Richtige für mich gewesen. Auch ihre Mitglieder nehmen natürlich an Missionen teil, aber nicht besonders oft. Ich möchte mich gern nützlich machen, aber es gibt noch so viel für mich zu lernen. All die seltsamen Dinge, die hier geschehen, stehen in Verbindung mit meiner Welt. Ich könnte ihnen bei den Nachforschungen sicher eine große Hilfe sein. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder rauszukommen. Ich muss unbedingt trainieren. Ich könnte Jamon oder Matthew fragen, aber ich muss auch in der Zubereitung von Tränken besser werden. Am besten wende ich mich dazu an Huang Chu oder Cori.
Sicherlich könnte mir auch Chrom oder Karin sehr viel beibringen. Ah, ich habe so viel zu lernen und so wenig Zeit. Zuerst sollte ich entscheiden, was ich am liebsten tun möchte. Man kann schließlich nicht in allem gut sein. Bis ich mich entschieden habe, bleibt mir nicht viel anderes zu tun. Ich könnte spazieren gehen und mich ein wenig im Hekyu umsehen. Seit der Versammlung der Lichtgarde sind 3 Tage vergangen. Ich habe viel Spaziergänge unternommen und ausgiebig das Gebäude um die Umgebung erkundet. Ich war überrascht, wie grün und üppig bewachsen der Garten der Musik ist, aber er ist durchaus nur noch schöner. Alles erscheint mir viel schöner als in meiner Erinnerung. Sollte ich zufällig der Person begegnen, die für die Bepflanzung der Gärten zuständig ist, werde ich ihr gratulieren. Ich bin bisher noch nicht jenseits der großen Pforte gewesen. Sollten einige der Gefährten wirklich aggressiv sein, bin ich lieber vorsichtig. Deshalb habe ich es vorgezogen, im Hekyu zu bleiben und habe mich aufs Neue mit ihm vertraut gemacht. Nachdem ich 3 Tage hier herumgelaufen bin, kenne ich das Hekyu nun wieder in- und auswendig. Allmählich werde ich es sogar ein bisschen müde, die Zierleisten zu bewundern. Ich bin nicht vielen Leuten begegnet und hatte bisher keine Gelegenheit zu trainieren. Alle hier im Hekyu wirken sehr beschäftigt. Ich denke und hoffe, sie bereiten irgendwas vor. Huang Hua hat mir versprochen, ich könnte mit auf die nächste Mission gehen. Endlich passiert hier mal etwas. Vielleicht eine Mission? Ich öffne die Tür und erblicke dort Adalric. Oh, hallo Adalric. Was verschafft mir die Ehre? Nicht was, sondern wer. Huang Hua schickt mich. Sie sagt etwas von Vertrauen. Sie sagte, sie müsse wieder lernen, mir zu vertrauen. Deshalb gäbe sie mir eine neue Nachricht, die ich euch überbringen soll. Ehrlich gesagt habe ich das alles ganz nicht so verstanden. Jedenfalls habe ich eine Nachricht für euch. Adalric sah zur Decke, als versuchte er, sich an etwas zu erinnern. Wie dem auch sei, die Nachricht war irgendwas mit Mission. Sagt euch das zufällig etwas. Mission? Das EQ schickt mich auf eine Mission? Das ist durchaus möglich. Ich erinnere mich nicht mehr an die Details, aber ihr sollt euch in den Ratssaal begeben. Ich habe den Eindruck, das war nicht das erste Mal, dass ich euch eine Nachricht überbringen sollte. Das ist sicher nur ein Déjà-vu. Ja, bestimmt. Wie auch immer, ich muss los. Ich muss noch verschiedene Dinge erledigen. Dann noch einen schönen Tag, Adalric. Schon war er davon geschwebt und hinter der Ecke des Gangs verschwunden. Er wirkt seltsam, aber offenbar vertraut im Huang Hua. Meine erste Mission. Ich bin so aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, worum es sich handelt. Endlich kann ich beweisen, wozu ich fähig bin. Ich duschte und zog mich an, so schnell ich konnte. Ich wollte nur eins zeigen, was ich wirklich wert bin.